Mahlzeit, Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft am Minecraft-Mittwoch. Planlos mit Würfelerde, das ist das Motto, jawohl. Apropos, wird schon wieder dunkel. Wir gucken gerade hier am Dorf. Ich finde es eigentlich sehr schön, wie hier langsam das Licht anfängt aufzuleuchten, wenn die Sonne abhaut. Hier sind doch ja keine Dorfbewohner. Sind die alle schon im Bett? Kann ja wohl nicht sein. Das ist ja ein Ding. Die Schweine rennen da rum und das wart. Und die Katzen nerven hier hinten. Da sind Bäume als Setzlinge. Okay. Ja, pass auf, das wird dunkel. Ich würde sagen, wir gehen auch schlafen, oder? Wir haben das Inventar noch voll mit Krempel, weil wir haben beim letzten Mal den Friedhof ein bisschen eingebaut, umgebaut, ausgebaut. Ja, die Sachen würde ich vielleicht irgendwo lagern. Wir haben hier echt haufenweise Gedöns dabei. Und die Frage ist, was machen wir denn heute? Machen wir den Friedhof noch weiter? Nee? Okay, ihr habt Hunger, wa? Ach du Schande, ist ja bald alles weggefressen. Hört mal auf, macht mal weniger. Ist ja schlimm mit euch. Bolle, Kalle. Du hast ja keinen Namen nicht. Fridolin. So. Und hier um die Ecke war noch einer. Du. Die Kater ohne Namen. Oder Katzen, welche die schlechte auch immer ihr habt. So, was ist mit euch hier? Wollt ihr einen Stall? Ich glaube, ihr braucht bald einen Stall, wa? Hier in dem Haus ist ja langsam nicht mehr cool. So, pass auf. Wollen wir nochmal rüber gehen zum Friedhof und dann ein bisschen ein paar Sachen machen? Wäre vielleicht auch nicht so verkehrt, oder? Und dann schauen wir mal. Boah, hier ist die Luft rein. Okay, pass auf. Der Pferdestall. Ich hätte den wirklich sehr gerne. Na, vielleicht hier irgendwo. Der muss er jetzt auch nicht zwingend. Naja, warte mal. Der muss ja nicht an den Berg rangebaut sein. Der kann ja auch hier freistehend für sich sein. Ich würde hier vielleicht wieder aufschütten. Was haltet ihr dann davon? Wenn wir hier den Berg zumachen, dann haben wir hier nämlich neue Baufläche. Wäre jetzt eine Idee. Also müssen wir mal gucken. Oh, hier sind noch Schwarzeichen. Oder ist das Tropenholz? Warte mal, warte. Schwarze Eiche. Dann machen wir hier noch eine, weil wir haben gerade die Setzlinge dafür. Für das dicke Holz. Apropos Holz, wir müssen dann, wenn wir den Pferdestall bauen wollen, müssen wir sowieso mal gucken, dass wir... So. Ihr Frühstück haben wir auch, dass wir wieder an Bauholz rankommen. Nicht wahr? Ja. So. Okay, komm, wir gehen erstmal rüber und machen mit dem Friedhof nochmal ein bisschen weiter. Hätte ich irgendwie ein bisschen Bock drauf. Und dann schauen wir mal, wo die Reise mit dem Pferdestall hingeht. Ich hätte den, glaube ich, schon sehr gerne hier drüben. Auf jeden Fall. Ach, schön. Also mittlerweile bin ich echt gerne im Dorf. Anfangs dachte ich mir so, der Dorf ist ja schon fade, ja schon langweilig. Da ist irgendwie nichts los. Aber wenn wir jetzt hier über die Treppe rüber gehen, ne, vor einer Brücke kommend, dann ist hier eigentlich ja schon Programm. Da ist schon wieder, okay, harte Versammlung. Vielleicht wird der gedealt oder was, ich weiß es nicht. Wir lassen uns davon mal unbeeindruckt. Hallo Schaf, was geht? Und dann gehen wir hier mal nicht runter. Der Herr, stehen bleiben. Nee. Okay, was mit dir? Okay, du bist der Quotenarbeitslose, ich verstehe. Wir wollen das Gotteshaus betreten. Wir steigen hier empor. So. Also wegführungstechnisch. Hallo Huhn. Sind wir eigentlich gut dabei, ne? Guck mal hier. Ich finde die Kirche so geil. Am liebsten würde ich einziehen in das Ding. So, was ist denn hier Phase? Wer rennt denn hier rum? Das mit den Kirschblüten? Hier Dönstüdelüt-Zeug, was hier so runterrieselt? Eigentlich ja nicht so schlecht. Ich meine, hier ist hart Laub und so. Wir brauchen eigentlich einen Gärtner. Ja. So. Da gibt ein Pferd. Guck mal. Mit Pony. Yay. Na, hier geht voll was ab, oder? Schön hier, hm? Auf der Wiese. Pass auf, folgende Sache, folgende Frage.
Wollen wir hier nochmal eine Reihe ranlegen? Genau die andere Seite von der Hecke. Wäre ja an sich ja nicht so verkehrt. Ja, dann wäre noch Platz für mehr, sage ich mal. Warte mal. Schippe! Oh Gott, die ist fast in den Binsen. Wie viel brauchen wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Oh Gott, die ist gleich kaputt. Die ist gleich kaputt. Das reicht noch. Sehr schön. Dann brauchen wir Steine. Oh, ey, warte mal. Warum haben wir keine normalen Steine im Inventar? Die Mucke ist ja cool. Ist die neu? Hört ihr das? Ihr hört das, ne? Ich denke, ihr hört das. Ich hoffe, ihr hört das. Warum haben wir keine normalen Steine? Haben wir die rausgeworfen, ja? Okay, cool. Dann holen wir uns einfach neue Steine. Waren die hier? Ja. So. Okay. Dann machen wir das so. Da bin ich jetzt recht schmerzfrei. Warte mal. Ich muss ja nochmal abmessen. 1, 2, 3, 4. Fangen wir direkt hier vorne an. 1, 2, 3, 4. Das war 2 breit. Okay, dann war hier immer frei. Und dann legen wir uns hier nochmal ein paar große, würde ich sagen. Hier auf der anderen Seite. Passen hier ohne welche hin? Kleine, so was wie Urnen. Ah, komm, wir lassen das erstmal einfach frei. Wir machen hier nochmal ein paar große. Und dann denke ich mal, sollte das schon gut sein. So, da. Und im Kreativen sind wir, glaube ich, relativ gut dabei, dass das hier vernünftig und schnell funktioniert. So, wie viel haben wir? 1, 2, 3, 4, 5. Kriegen wir hier noch eins hin? Jo. Gut. Dann würde ich die Hecke vielleicht noch ein bisschen weiter ausbauen und erweitern, oder? So. Ja, das ist okay. Die Schippe. Oh Gott sei Dank, jetzt reicht die und geht nicht kaputt. Ist schon mal sehr schön. Pass auf. Suppi. Jetzt habe ich mir gerade überlegt, wir hätten den Weg auch direkt hier vorne ranlegen können. Dann wäre hier noch Platz für so Sachen. Aber dann lassen wir uns den Platz frei. Dann machen wir da ja nichts. Na? Huch. Oh, nö. Haben wir Erde? Warum haben wir keine Erde? Sag mal. Dann holen wir hier die Hecke raus. Ich hätte gerne Erde. Grobe Erde, Erde. Wir haben ihn nämlich wieder fettfingert. So, nämlich. Ja, dann könnten wir nämlich eigentlich perfekt hier den Weg wieder rüberführen. Und dann werden wir eben mal eine Runde rum. Genau. Würde hier nicht wachsen, ne? Jetzt ist der Setzling auch weg. Na, hör doch auf. Nehmen wir hier nochmal hin. Weil ich denke mal, der wäre hier eh nicht gewachsen, der Baum. Wenn wir den hier hinstellen, haben wir da höhere Chancen. Dann sind die in einer Linie. Das ist ja wieder wie, als wäre der mit Absicht gemacht worden. Fantastisch. Wir haben die Gräber hier gebaut. Die bin schon wieder völlig raus. Okay, als Fundament hatten wir mal sowas und dann oben einen Doppelzaun drauf. Gut, wir gucken mal. Warte mal, wir haben das, wir haben das, wir haben das und wir haben das. Und wir nehmen auch nochmal hier den normalen Bruchstein. So. Wir machen Grabstein. Und Grabstein. Und Grabstein. Und ein Grabstein. Und so. Hier ein bisschen zertrümmert. Hier da wieder heile. Bemoost. Und wir sind durch.
Okay, dann tauschen wir hier nochmal die anderen Sachen durch. Zack, 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 zack. Ja, das kriegen wir hin. Ich hätte gerne das Weiße drauf, weil das sieht ganz vernünftig aus. Okay, er verbindet das auch miteinander. Ja. Tok, tok. Und hier vorne nochmal zwei. Dann hier vielleicht nochmal Schiefer und... Ja, hier nochmal das Bemooste. So nämlich, genau. Dann können wir das aber auch alles wieder entfernen hier, ne? Dann brauchen wir das ja nicht mehr. Ich denke mal, wir belassen das doch erstmal dabei. So, dann können wir das alles wieder rausfeuern. Ja, die Steine können wir vielleicht behalten. Die Blumen brauchen wir jetzt eh gleich. Schilder, ja, so. Da. Und dann brauchen wir noch die Blumen nachher gleich. Okay. Das wird dunkel, kommen wir ins Schlafen. Hä, warum wird das so unfassbar schnell dunkel? Alle 10 Minuten hier? Das ist ja der Hammer. Öffne, schließe, lege dich nieder. Jawohl. Jetzt bin ich mal gespannt. Vielleicht kommen jetzt Mobs und so, was vorher nicht da war. Hello? Dieser Baum ist nicht gewachsen. Vielleicht, wenn wir daneben stehen, vielleicht tut der Baum dann wachsen. Ja, was machen wir denn hier hinten? Hier ist halt noch Luft nach oben, ne? Oder hier wächst einfach Gras. Dass hier einfach noch ja nichts ist. Das kann ja auch sein. Ich würde mir vielleicht die Option freihalten, dass wir hier einfach nichts machen, oder? Erstmal nicht. Also, muss ja noch Platz für weitere sein. Also ein bisschen Inventarplatz sollte noch verfügbar sein. Quasi freier Speicherplatz auf der Festplatte. Für Eventualitäten, die im Dorf passieren könnten. So. Ganz genau. Der schläft hier schlafen tun. Brauchen wir was helles, was dunkles, was dunkles, was helles? Wir machen so. Hatte der eine Olle? Wenn ja, wie hießen die? Ah ja. Genau. So, das passt doch. Nicht wahr? Ja. Gut, dann nehmen wir hier mal ein helles Schild. Der Enderman ist da. Siehste, klappt doch. Warte mal, wir hatten jetzt braun und rot und jetzt brauchen wir Fichte, ne? Ja, das passt ja, ist okay. Nichts. Sag mal. So geht das. Wie viel haben wir noch? Zwei. Ja, hier ist ein rotes, glaube ich, ganz gut. Passend oder ein dunkles? Wir machen hier rot. Wer wohnt denn hier? Wer liegt denn da? So. Raketenrudi. Und
und die Treibstoff Ella. So, okay, warte mal, wir haben jetzt noch eins. Wir bräuchten, wollen wir hier nochmal ein Hellet machen oder wollen wir hier nochmal ein Dunklet? Wir machen hier nochmal ein Dunklet, ne? So. Ja, ey, das ist langsam echt ein bisschen anstrengend, hier was zu finden, was vernünftig ist. Wie schreibt man das da? Holy moly. Wir schreiben das einfach so. Holy moly, verdammte Hacke. So, okay. Ne, ihr wisst Bescheid wegen Mietbett und so. Die letzte Bettung. Okay, warte mal, dann können wir die Schilder auch entfernen. Dann kommen wir wieder aus den Kreativen raus. Wäre ja nicht so verkehrt. So, ein paar Blümchen. Ach du Schande, wir brauchen wieder Kerzen, oder? Hatten wir hier Fackeln? Ne, wir hatten hier nur Kerzen. Die hatten wir da und da. Ja, das ist wunderbar. Okay, pass auf. Nun denn, wie, oh Gott, wo waren die? Hier oben, ne? Da. Das Rote. So, okay. Und wir haben hier ein Feuerzeug nicht, heißt, wir müssen die nochmal neu entfachen und entzünden. Zack, 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 zack. Kriegen wir aber alles hin. Ich habe mir schon überlegt, können wir nicht irgendwo ein Skelett irgendwie so... Oh ja, warte mal, so ein... Mann, ich hätte doch hier irgendwie so eine Gruft oder sowas. Wäre schon irgendwie cool, sag mal ganz ehrlich. Müssen wir uns aber... Oh, brennen wir jetzt? Nee. Hätte ich irgendwie Bock drauf, dass wir unter dem Altar von der Kirche... uns da doch so Katakomben reinbauen. Unterirdisch. Ja, wäre eigentlich voll cool. Und wir denn da doch so was wie so ein Sarkophag aufbargen. Wie sagt man? Er wird aufgebarrt. So, genau. Wo denn da so einer drin liegen tut. Ich weiß aber gerade nicht, haben wir einen Skelettkopf? Ja, können wir. Geht vielleicht. Ich habe da mal was gesehen. Bin mir da gerade nicht. Sieh mal das Ding an. Ja, ist an. Da ist die Flamme. Gut, dann weg damit. Plum. Wir machen Plum. Hallo? Ach klar, wegen den, ja. Ich schon sagen, hä, wieso geht das nicht? Wegen den Schildern. Sag mal, war das dann hier drüben genauso? Ich glaub ja, ne? Jawohl. Jawohl, jawohl. So ist das dann. Nee, warte mal. So, und so. Getrennt voneinander, ne? Wo haben wir noch mehr? Dann haben wir noch mehr Blumen. Sieht gerade so wenig aus. Wir haben die Dings, die Tulpen nicht mehr hier drin. Tulpen. Orange Tulpen. Was gibt es noch? Was ist das? Rosa Blütenblätter. Das sind die auf dem Boden, ne? Von der Dings hier. Was ist das hier? Eine Orchidee. Na hallo. Der Schäfer und seine Schafe. Na. Ja, das ist okay. Die Orchidee wächst die hier? Ja, anscheinend schon. Ist ja okay. Dun, 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 dun. So. Nee, warte. So. Kann man mal so machen. Ist zwar jetzt nicht so super mega geil, aber ist okay. Warte mal. So. Und so. Und so. Na? Ich denke mal, dann sind wir mit dem Friedhof erstmal so weit durch. Wenn wir schon mal da sind. Warte mal. Wir hauen hier erstmal das ganze Blumidöns wieder raus.
Ich sag euch jetzt ehrlich, ich hätte ja wirklich Bock darauf. So, Köpfe. Ne, warte mal, haben wir noch mehr? Kriegen wir Köpfe? Wir haben Köpfe. Warte mal, wo gab's denn die Dinger? Boah. Waren die hier oder waren die woanders? Ihr wisst ja, so ein Creeper-Kopf und sowas. War das hier? Ich muss kurz mal gucken. Ich weiß es gerade nicht mehr. So oft benutzen wir das ja nicht, ne? Ist ja klar. Was ist denn das? Singen, Traum, sehen, rufen, bewundern, fühlen, suchen. Cool. Auch dafür die verschiedene. Sehr geil. Okay, aber der hilft mir gerade nicht wirklich weiter. Wo kriegt man denn so ein verdammt da? Aha. Genau. Pass auf. Wir nehmen das. Einzelne Knochen, ja, bitte doch auch, oder nicht? Aber die konnte man nicht platzieren. Dann müssen wir, glaube ich, da habe ich Ideen. Pass mal auf. Bitte was? Ha, 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 du kommst nicht rein, du kommst nicht rein. Ha, 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 du kommst nicht rein, du kommst nicht rein. Achso, wir sind ja Gott sei Dank im Kreativen. Kommen wir immer schnell schlafen. Der wird mir zu bunt mit dem bekloppten Nachbarn hier. Das ist nicht cool. Aber die kommen hier nicht rein. Haha, wie cool. Oh, Gott sei Dank. Haben wir doch Jute gebaut. So wie ein Pen. Wie ein Pen. So, ich dachte schon, hä? Nee, Monster in der Nähe kann ja nicht sein. Die Friedhofsmauer ist so groß. Theoretisch dürfte nicht. Und ist auch nicht. Wollen wir nochmal raus hingucken? Die müssten ja theoretisch schon rumspuken, oder? Ist er noch da, Captain Schildmann? Flattern die hier rum? Jo, da hinten rennen sie rum. Und die Nachbarn brennen. Ach, die Hölle auf Erden. Guck. Huhn, mach mal da, dass der Baum wächst. Warte. Wir sind ja gerade mal da, ja? Denn pass mal auf, weil das ist Tierknochenmehl. Tada, ich habe gemacht. Oh, der wächst. Ach, du Schande, der wächst hier in die Kirche rein. Oh, die sind nix gut. Nix gut, diese. Warte mal, da müssen wir den hier ein bisschen stutzen, den Kollegen. Das möchte ich natürlich nicht, dass der mir bei der Kirche kaputt wächst. Ja, ist zwar schön, aber jetzt nicht so schön. Pass auf. Der muss hier von der Mauer weg, Junge. Die spawntet? Nö. Mir jetzt voll den harten Gärtner, der das so macht, ne? Wie, der wird hier nackig. Ja, so ist okay, ne? Solange wäre das Dach nicht berührt, ist alles fein. Der ist aber ja schon ausladend, okay. So geht das. Gut, ey, komm, wollen wir die Gruft bauen? Ich hab da gerade voll Bock drauf. Wir bleiben auch im Kreativen, dann müssen wir jetzt nicht nach Werkzeug rumwursteln und so. Okay, wir brauchen eine Tür. Es sind Dinge passiert. Verdammt, 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 verdammt. Das da. Davon brauchen wir eh noch mehr. So, okay. Die Welt ist wieder sicher. Pass mal auf. Wir sind ja hier. Tada! In der Kirche. Der Ding ist mega geil. Ich finde die optisch so schön. Jetzt mal wirklich. Ich finde die wirklich schön. Das ist ein riesen Viech von Kirche. Ich finde die... Ja, wahrlich meisterlich. So, pass auf. Wir sind ja hier. Wir könnten hier runter... Wollen wir direkt hier an der Wand runtergehen oder wollen wir hier mittendrin runtergehen? Ja, ich wäre dafür, dass wir hier mittendrin runtergehen. Keine Ahnung, wo wir landen. Das werden wir rausfinden. Wir haben Stufen, aber hier hätte ich vielleicht gerne andere Stufen. Dann vielleicht doch gerne diese. Ja, und dann gucken wir mal. Oh. Da, 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 da. Da und da. Reicht natürlich bei Weitem noch nicht, ist ja logisch. Oh, hallo Höhle. Na, Höhle? Ach du Schande.
Euch ist bewusst, dass wir die zumachen müssen. Warum ist denn das jetzt so? Oh nee. Eigentlich will ich hier ja keine Höhle haben, aber. Naja. So, ich will halt auch kein Viehzeug hier haben. Ich glaube, damit wäre das wirklich alles zu, oder? Das ist natürlich geil. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir uns hier selber nicht so hart einbauen. Runter. So, okay. Stufen. Warte mal, die Erde muss hier raus, auf jeden Fall. Hier muss Stein rein. Haben wir Stein dabei? Ja, haben wir. Sehr schön. Dann rein damit. Reicht das schon von der Höhe? Nee, so tiefer. So wäre bald okay. Haben wir noch die anderen Stufen? Ja, haben wir noch. Dann nehmen wir die hier oben wieder als Abgrenzung. So. Ja, das passt. Sehr schön. Dann nehmen wir das so. Dann machen wir das so. Warte mal, Stein. Okay. Dann müssen wir dann drüben genauso bauen. Wäre jetzt mein Plan. Und hier unten hätte ich dann gerne. Warte mal, hier können wir auch mit Stufen machen. Ja, wie geil. Genau so. Haha. Stein. Stein. Zwei Türen. Eine linke und eine rechte. Dann hätten wir das schon mal so weit bis hier auf jeden Fall. Fackeln haben wir auch noch dabei. Geil. Kriegen wir die da und da. Dass wir uns schon die Füße verbrennen beim Runtergehen. Jawohl. Müssen wir wirklich symmetrisch bauen? Wir müssten immer rüber. Also, wir gehen hier eine Stufe, zwei Stufen, drei Stufen, vier Stufen, fünf Stufen runter. Okay. Das sollte ja machbar sein. Fettfingert, ne? Das ist egal. Eins, zwei, drei, vier, Eisen! Geil! Wir haben Eisen gefunden. Das ist ja ein tolles Ding. Ja, wie geil! Okay. Das nehmen wir natürlich sehr, 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 sehr gerne mit. Aber sowas von nehmen wir das mit. So, und lieber Gott, lassen wir noch eine Spitzhacke am Start haben. Ja. Wollen wir so die Eisenspitzhacke nehmen oder wollen wir das Ding hier nehmen? Da ist noch mehr. Da ist noch mehr, ich werde bekloppt. Oh ja. Hä? Komm, das kann ja bald ja nicht wahr sein, oder? Wir suchen ewig nach Eisen und hier unten liegt das Zeug einfach rum. Das ist ja der Hammer. So, warte mal. Zack. Und dann brauchen wir hier eine Stufe. Zack. Okay, fünf hatte gesagt, ne? Wir gehen wieder rüber. Eins, zwei. Warte mal, müssen wir anders zählen hier. Eins, zwei, drei, vier. So. Da bleibt frei, dann kommt da die Türen, genau. Okay. So, hier kommen die Türen rein. Hier ist alles Stein. Hier drüben ist irgendwie ein bisschen geiler, glaube ich. Wir hatten Fackeln da und da, richtig? Ich glaube schon. So wartet.
Hier waren Stufen, wenn mich nicht alles täuscht, und hier auch. So, dann machen wir den Rest voll mit Stein. Da werden wir fast seitengleichmächtig behaupten. Oder? Ja. Und wir sind genau auf Außenkante Mauer hier. Ja, warte mal. Wir gehen mal rüber. Wir kontrollieren das mal. Wäre natürlich schön, wenn das wirklich symmetrisch wäre. Zeig mal her. Aber ja, warte mal. Dann gehen wir aber hier runter und bauen weit. Ach du Schande. Jetzt sind die... Die Türen sind weg. Wir brauchen Stein. So. Ah, ja, klar. Okay, das weg. Das weg, das weg. Das weg, zack, zack. Dann gehen wir hier weiter durch. Und dann geht's hier lang. Um die Kurve. Aha, genau. So. Jo, machen wir ein bisschen dicker, ne? So eine unterirdische Bibliothek und so wäre cool. Brauchen noch ein paar Bücherregale. Die Knochen können erstmal hoch. Genau. Nee, warte mal, die Fackeln. Wollen wir hier nochmal eine Stufe runtergehen? Jo, lass mal machen. Vielleicht auch nicht so doof. Wäre irgendwie cool. Ja, doch, das ist okay. Dann hätten wir eine schöne Dreierhöhe. Dann ist es mit den Fackeln ja auch besser. So, und hier kommen Regale. Tak, 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 tak. Du kommst raus, du kommst rein. Bücher. Super. Zu. Ne. Ne, freilich. Okay. Dann gehen wir hier auf eine Dreierbreite rüber. Da würde ich vielleicht mal gucken, dass wir drüben schon mal genauso machen. Also wir haben dann, wenn wir die Tür aufmachen, hier nochmal eine Stufe und dann geht es hier zwei rüber. Ja, ich würde das sehr gerne sehr symmetrisch haben. Ich habe jetzt schon wieder fast alles vergessen, wo wir waren, aber vielleicht kriegen wir das ja doch nochmal hin. So, es ist halt nur spiegelverkehrt gebaut dann, ne? Okay, hier ist dann nochmal runter. Sag mal, haut das hier hin? Stimmt das? Passt das? Ja, glaube schon. Das war hier, genau, hier war das offen. Und dann hatten wir, puh. Dann war hier ins Dritte oder war das gleich hier vorne mit der Fackel? Nee, wir müssen nochmal rüber. Habe ich jetzt richtig rumgebaut? Ich bin ja richtig doof. Warte mal, wir müssen ja da lang. Eieieiei. Okay. Nun denn, auch der beste Bauarbeiter kann sich mal verbauen. So, wir müssen natürlich in die andere Richtung, ist ja logisch, weil wir wollen ja hier rüber. Es wird schon wieder dunkel, ist mir egal, wir sind hier drin, im Gotteshaus, schön beleuchtet. Ich finde es hier richtig, richtig angenehm drin, ist schön. Und ich war zum Anfang echt skeptisch, ob das so klappt. So, wir haben hier, okay, hier bleibt frei. Nee, Quatsch, wir sind direkt hier an der Wand mit der Fackel, dann kommt hier so ein Sechserblock. Da, dann nehmen wir rüber und dann in da lang. Okay, wir sind hier 1, 2, 3, 4 in der Tiefe schon. Ja, kriegen wir hin. Dann können wir uns ab da nämlich schön rüber bauen eigentlich. So, eine Fackel. Und eine Fackel. Genau. Tak, 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 tak. Schön mit Steine hier eigentlich. So, das ist gleich wie drüben. Warte mal, wie lang ist denn die Kirche noch? Oh ja, da kommt noch, alles klar. Dann würde ich vielleicht sagen, dass wir uns hier jetzt einfach erstmal durchbauen, oder?
Dann müssen wir ja zwangsweise drüben wieder ankommen. Irgendwann, irgendwie, irgendwo. Oh Gott, es wird hier dunkel. Fackel, danke. Jawohl. Punktlandung. Ganz genau. Wollen wir hier auch nochmal Bücher machen? Ja. Hätte gesagt, das ist vielleicht auch nicht so verkehrt. Wäre mehr Platz hier unten. Dann kommt da auch nochmal eine Fackel. Wollen wir hier auch nochmal? Ne, da wird ein bisschen doll eng. Warte. Dann machen wir hier aber nochmal. Und dann kommen hier nochmal Bücher rein. So, da drüben haben wir schon. Okay. Wobei, warte mal. Das geht. Das machen wir hier auch noch. Wir kloppen hier erstmal eine vernünftige Decke rein. Eine Bruchsteindecke. Nichts Besonderes. So. In Verbindung mit dem Naturstein ist es dann, glaube ich, doch vernünftig. Es ist mal ein bisschen abwechselnd von der Textur her. Wir haben da dreimal Bücherregal. Dann machen wir hier dreimal Bücherregal. Dann kommen hier Steine rein. Und Licht. Und das kommt weg. Gut. Ja. Dann können wir hier unten noch einen Kerker drin bauen. Ah! Geil. Das kommt weg. Dun, 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 dun. Okay. Wir bauen hier unten groß. Ja, auf jeden Fall. Wir machen hier erstmal Stein. Komm, vielleicht kommt auf der Wand hier drüben vielleicht doch nichts. Mal gucken. Von mir aus hängen wir hier unten auch ein Bild an der Wand oder so. Was Großes oder auch nicht, oder? Gut, dann wäre das schon mal geschlossen. Brauchen wir hier Fackeln? Hier auf dem Eck vielleicht. Oh, wir dürfen jetzt aber nicht zu hoch bauen. Nicht, dass wir uns hier die Kirche kaputt graben. Aber hier ist ja nochmal eine Schicht Erde drüber. Eigentlich dürfte nichts schief gehen. Ja. In den Katakomben der Kirche. Also wir bauen uns dann halt doch nach unten runter, ne? Wie man das halt so sieht. Offensichtlich. Sehr schön. Bam, 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 bam. Jo. Hier unten wären so Dings geil. Ritterrüstung. Noch keine Ahnung, wie wir hier den Übergang schaffen. Ich glaube, die Steine hauen wir hier vielleicht doch noch mal raus. Oder hier kommt eine Tür in der Mitte. Warte mal, was haben wir hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es ist asymmetrisch. Okay. Na, ist nicht schlimm. Oder vielleicht doch. Nee, warte, wir hauen das hier noch mal raus. Ich hätte dann hier vielleicht auch gerne noch mal ein paar Bücherregale drin. Irgendwo müssen doch die ganzen alten Schriften und Bücher gelagert werden. Ja, so. Ja, okay, warte mal. Dann gehen wir noch mal einen in die Tiefe. Ich sage ja, wir hauen die Wand hier höchstwahrscheinlich eh noch mal raus. Weil ich hätte hier gerne noch meine Fackel. Und da auch. Und hier oben kommt Stein. Und die ganzen Würfelchen werden auch mit Stein ersetzt. So. Irgendwie macht das Bock. Okay. So, dann haben wir das so. Dann bin ich ja schon fast mit zufrieden. Warte mal, so ein. Wie heißt denn das? Wo ist denn das? Wir nehmen noch das. So, da haben wir es schon. Ja, bitte, bitte. So, ein Lesepult, meine ich. Ihr wisst es doch. Ne, so, dass man ihn so lesen kann, so Sachen machen kann. Dann würde ich hier gerne zwei Rüstungsständer hinstellen. So.
Und so, und hier in der Mitte hätten wir dann einen Eingang. Zack. Fackel links, Fackel rechts. Na? Na ja, da kriegen wir schon hin. Rüstung brauchen wir. Hier stehen doch, was ist das denn? Der Streitkolben. Kann der den als Waffe anziehen? Zeig mal. Geht das? Ja, geil. Dann kriegen die Bäder so ein Ding. Yep. Dann kriegen beide eine Eisenmütze. Und ein Eisenhemd. Bewaffnet müssen sie sein. So. Eine Eisenhose. Und barfuß bleiben sie. Nee, die kriegen wir noch Schuhe. Komm. Eisenstiefel. Zack. Und zack. So. Oh Gott, ich hab mich gerade erschrocken. Ich dachte, hier ist einer. Oh. Ich krieg hier manchmal. Ist schwierig. Warte mal. Können wir hier so was hängen? An die Decke kleben? Das sieht, glaube ich, gar nicht so verkehrt aus, oder? Was ist denn, wenn wir das. So. Ach, das sind diese Gürteltiere, ne? Hm. Da ist Ruhe. Bin ja am Arbeiten, versteht ihr das? So, haben wir hier die Tür auch zu? Ich hoffe doch. Nein. Ja. Okay, also hier unten sind nochmal so coole Sachen und dann geht's hier durch die Tür. Und zwar wird der Raum nach hier vorne größer. So, da. Ey Leute, wir haben Eisen gefunden. Ist euch das bewusst? Ist voll geil. Zack. Nein, ich hab den. Ich hab's weggemacht. Ich hab's nicht gesehen. Es tut mir leid. Wir brauchen hier Stein. Ich hab's echt nicht gesehen, ne? Den nehmen wir natürlich mit. Ist ja logisch. Wir machen auch die Tür zu, dass wir nicht gestört sind. Oh, geil. Es ist kaputt. Aber wir haben noch eine. Ist nicht schlimm. Wir haben so Inventar frei. Das ist voll geil. Alle Kupfer kannst behalten, aber wir sind hier voll auf einer Eisenflötshöhe irgendwie, okay. Eine Eisenader. Ehre. Stein. Wir stecken Stein in das Loch. Ja, das ist fein. So. Okay. Das will ich sehr, sehr gerne mitnehmen, deswegen, ne? Ihr wisst Bescheid. Ja, lassen wir das hier auch so. Wäre bald besser von der Optik her, oder? Ja, dann könnten wir da und da eine Fackel fackeln lassen. Dann kloppen wir hier die Decke erstmal raus. Und dann müssen wir mal gucken, wie groß wir den Raum hier gestalten müssen. Notfalls würde ich vielleicht sogar noch eine Stufe weiter runtergehen. Dann haben wir hier eine schöne Vierergröße vom Raum her. Ja. Kriegen wir hier einen Sockel hin? Bestimmt. Gott sei Dank ist hier alles aus Stein. So. Das nach da. So, so, so. Ein Sockel soll es sein. Aus Stein. Bau ihn dahin. Jawohl, genau so. Zack und zack. Jo, so gefällt mir das. Und dann müsste der Raum vielleicht noch größer werden. Zu den Seiten, denke ich mal. Was ist denn, wenn wir hier noch eben weiter rausgehen? Oh. Vielleicht hier vorne schon direkt weg? Ist bald besser, oder? Mein Olle Kupfer will ich nicht, so. Ja, die Größe, die gefällt mir. Und das Schöne ist, es ist perfekt. Also eigentlich, genau, symmetrisch. Ne? In der Mitte mit so einem Streifen.
Genauso wie ich das eigentlich haben wollte. In der Hoffnung, dass es so klappt, wie ich mir das denke. Ich habe jetzt noch nicht so richtig die Ahnung, wie wir das hier anstellen. Aber das kriegen wir alles hin. Keine Ahnung, dann werden wir hier den Papst oder den Bischof aufbarren oder so. Mal gucken. Kriegt die Kirche doch eine geile Gruft, oder ihr wisst schon, ne? So, na, hier unten rum so. Wird vielleicht noch zwei raus. Eine noch. Aber hier ist eine richtig dicke Steinsschicht. Eigentlich auch cool. Okay. Decke raus. Oh, warte mal, hier habe ich ja wieder Ideen. Wir könnten nämlich hier richtig geil eigentlich an der Decke so machen. Hör auf damit, mach mir das doch nicht hier ins Ohr, das ist eklig. Diese Geräusche, ich werde hier wahnsinnig manchmal. Ist das was? Das ist auf jeden Fall was, oder? Das sieht doch voll geil aus. Aber ja, das gefällt mir. Da mäht das Schaf. Okay. Ja, hängen wir hier so eine Laterne an oder lieber nicht so? Was ist denn, wenn wir... Ach Gott, hier ist ja... Da und da. Hängt ein bisschen sehr eng zusammen denn, oder? Da und da. Zeig mal. Nö. Oh, sieht gut aus. Kann ich auf jeden Fall mit leben. So, tut mir das Gefallen tun. Pass mal auf. Wir brauchen... Ja, was brauchen wir denn eigentlich? Kann man die auch auf den Boden klatschen? Na, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Okay, warte, warte, warte. So. Echt nicht. Reicht nicht. Wir müssen noch größer. Wir müssen noch eh nach hinten. Aber das ist ja nicht schlimm. Okay, dann gehen wir erstmal hier oben an der Decke wieder lang. Halt. So. Und da. Genau. Und hier. Immer schön außenrum. Zack. Hallo. Zack. Dann sind die Laternen falsch. Die müssen dann ein nach darüber. So. Ja, besser jetzt. Suppi. Okay. Juppidupidu. Ha, wie cool. Man kann das ausrichten. Das sind die Überreste, die Gebeine quasi. Aber das müsste. Wollen wir das so lassen? So richtig geil ist das nicht, oder? Ich meine, also, ihr habt wahrscheinlich die Idee verstanden dahinter, wie ich das haben wollen würde. Doch halbe Glasplatten? Nee, ne? Das wäre geil, Alter, wenn wir das hier schon abdecken könnten oder so. Für in so ein Museum. Nee, leider nicht. Lass mal was probieren. So. Kann man so machen. Ey, seid mal ehrlich, also war jetzt nicht so also ursprünglich geplant. Ich wollte eigentlich eine große Kiste machen, aber so ist halt auch cool irgendwie. Das hat was. Ganz ehrlich, gefällt mir. Und ich würde hier vielleicht auch sehr, sehr gerne.
nochmal Bücher reinkloppen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Beide Seiten. Oh yeah. Ich glaube, das ist ja nicht so schlecht. Pass mal auf. Guck. Hä, hey, das sieht voll gut aus. Ich meine, jetzt habe ich es rausgehauen. Jetzt müssen wir es sowieso machen. Oh, nee, da wollte ich jetzt hier... Ach, verdammt. Das wollte ich da jetzt eigentlich nicht. Aber komm, dann machen wir das so. Kriegen wir hier noch coole andere Sachen? Wo hatte ich denn das für eine Seen? Hier ist schon wieder Stress draußen, ne? Bei den Nachbarn, die sind wieder bekloppt. Wie kann man hier nicht platzieren? Okay, dann kann man das hier nicht platzieren. Das ist natürlich ein bisschen schade. Eine ominöse Flasche kann man auch nicht. Ich will das nicht saufen. Ich wollte das platzieren. Okay, dann hauen wir das wieder weg. Wo hat die denn das gefunden? Sag mal, war das hier? War das da? War das hier? Hier oben war das. War das hier? Ja, da. Dann würde ich vielleicht nochmal so einen Kopf nehmen. Oh, die kann man so schön drehen. Oh, wie cool man das einrichten kann. Ehre. Ja, Fackel, 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 Fackel. Fackel da. Fackel da. Und kriegen wir hier noch einen Rüstungsständer hin? Dann würde ich hier links und rechts nochmal was hinstellen. Die kann man so cool drehen, genau. Stimmt. Geil, lass mal machen. Dann hauen wir hier die Dinger noch voll. So, dann brauchen wir das hier alles nicht mehr. Wir hatten übrigens noch einen Schädel, ne? Super. Wobei, warte mal. Die Bilderrahmen behalten wir mal noch. Können wir da noch irgendwas Cooles drauf machen? Wahrscheinlich. Wir nehmen auch ein paar Gemälde für den Flur draußen. Eisen 19, das ist echt cool. So, wir brauchen Rüstung. Wollen wir eine goldene machen? Warte mal, ich will mir mal das noch aufheben. Das können wir nachher noch entfernen, weil es doch Käse ist. Und dann würde ich mir eine goldene Rüstung machen. Stiefel. Und hier so eine schwarze. Ich finde die voll geil. So eine Netherrüstung. Das hat was irgendwie. Du ziehst das an. Ja. Und weg damit. Tüt. Wir bräuchten vielleicht nochmal ein Netherschwert, wenn wir wirklich die ganzen Zombies und so weiter bei der Mobfarm nochmal kaputt kloppen wollen. Okay, Waffen. Waffen, Waffen, Waffen. Ein Schwert. Der kriegt auf jeden Fall ein Netherschwert und der andere kriegt ein normales Eisenschwert. Aus Eisen. Aus dem Nether. Ich wollte hier was Cooles hinstellen. Irgendwelche coolen Items. Aber ist vielleicht auch nicht so, wie ich mir das dachte. Was haben wir denn Schönes? Ja, Kerzen wären halt schon mal echt cool. An sich einfach. Wer ist er denn? Ein Leuchtfeuer. Mhm. Kann man den platzieren? Ne, ist wieder irgendeine Zutat, ne? Schade eigentlich. Ich habe mit sowas noch nie was gemacht. Wer ist er? Ein schwerer Kerl. Ha? Eine Schatztruhe wäre geil. Das können wir machen. Also wir können Truhen hinstellen, ne? Links und rechts. Das können wir noch machen. Warte mal, da packen wir mal welche ein. Ein paar Kisten. Truhe. Redstone-Truhe. Nö, wir nehmen die normale. Ist das hier? Eine Schalker-Kiste. Wie macht man die eigentlich? Wie baut man die? Die wären halt voll geil.
Ja, Kerzen, komm, wir nehmen. Wir nehmen eine gelbe und eine graue und eine Feuer mit die Zeug. So. Eine Truhe. Da und da. Da und da. Und dann. Kerze hier, Kerze da. Feuerzeug. Wunderbar. Kette vielleicht noch sehr gerne. Wenn wir schon mal da sind. Ja. So. Natürlich wieder raus. So weit noch. Da für die Ecke. Und da für die Ecke. Ist das was? Das ist doch okay. Das ist ein richtiger Schrein hier hinten. Pass mal auf. Da sind Bilder. Was hängen wir da ran? Jetzt können wir coole Sachen daran hängen. Was gibt es denn Tolles? Genau. Das Schwert nehmen wir. Und dann hört schon auf. Warte mal, was haben wir hier noch alles Schönes? Was ist das? Was ist das? Die Eiche der Vernunft. Und das? Nein. Irgendwas Cooles. Was ist denn cool, Leute? Was kann man da aufpacken? Was zu essen? Genau. Der Kürbiskuchen. Der ist richtig wichtig. Der muss darauf. So, die Eiche der Vernunft. Oh, man kann so cool drehen. Okay. Finde ich gar nicht schlecht. Oder? Was sagt ihr dazu? Die Grabkammer, die Grabgruft in der Kirche. Ich finde das voll geil. Mit dem Skelett da drin und so? Jawohl. Kann man so machen. Ich finde das echt nicht schlecht. Hier fällt mir irgendwie. So. Dann werden wir das hier alles wieder entfernen. Und ja, jetzt bin ich am Überlegen. Warte mal, wir hatten noch die Gemälde. Oh, ist ja aus. Also ist ja voll schön. Ich finde, heute haben wir gut geschafft wieder. So ein paar Banner an der Wand. Jo, oh, jetzt finde ich wieder kein Ende, weil man kann so geil einrichten hier. Wo sind denn die Dinger? Hallo? Hallo? Waren die bei Waffen? Nö. Na, sag mal. Ich sehe es nicht, ich bin blind. Bitte helfen Sie mir. Ne, jetzt mal, da wollte ich das sagen. Pass auf, dann nehmen wir aber die hier, weil die sind ganz cool. Und die hier ranhängen. Ist doch was. So geht das. Pass auf, das machen wir hier hinten auch. So. Tada! Hey, sieht voll geil aus. Das gefällt mir. Sehr schön. Sehr schön. Gut, dann können wir hier die Hütte dicht machen. Dann hätten wir hier den richtig wichtigen Typen, eine Kerkart quasi. Der wohnt jetzt da. Ja. Was machen wir hier drüben, Leute? Bin mir da noch nicht so sicher. Da machen wir hier auch bloß Regale erstmal rein. Irgendwo müssen ja die ganzen Bibeln und so herkommen. Nicht wahr? Okay. Dann würde ich sagen, machen wir da eine Fackel und da eine Fackel. Und dann können wir hier einen Banner machen. Und dann machen wir hier nochmal Regale. Ist hier richtig Kreuzritter gedöns, Tülüt, ne? So, oh, so. Ja, ihr wisst schon. Warte mal. So. Okay, auf Höhe von da. Dann hatten wir Fackel, ein Freifackel und hier nochmal ein paar Bücher.
So, dass man die Geschichte in der Lektion, oder heißt das Lektion? Dass man nachschlagen kann. Hallo? So. Und Fackel. Jetzt sind wir symmetrisch, richtig? Richtig. So. Ja, komm, warum nicht? Ist ja voll wohnlich eingerichtet hier. Man könnte auch in der Kirche arbeiten. Ja, wollen wir hier ein Verlies machen? Eins, zwei, drei. Jo, warte. Jo, warte. Warte mal, haben wir jetzt Doppelstein hier? Na klar. Okay, dann passen wir auf. Dann, oh, ich hatte schon wieder übel hart den Frosch im Hals. Wissen wir nicht, was der da will? Das ist ja ekelhaft. Sag ich dir. So, hier kommt ein Pfeiler. Und da auch. Dann würde ich den sehr gerne hier mit einer Fackel begrenzen. Jetzt ist die Frage, machen wir eh nur zwei? Warte mal, der Pfeiler ist nur abstützend. Hier hinten machen wir ein bisschen größer. Ja, das lassen wir frei. Hier so, gehen wir durch. Genau. Oh, falsche Richtung. Warte mal, hier wollen wir lang. Stell dir mal vor, wir richten so noch das komplette Schloss ein. Das würde ja 1000 Jahre dauern. Also ich meine die Burg, ne? Ihr wisst, was ich meine. So. So. Wie tief? Innen noch, oder? Ich glaube, das ist okay. Und ich hoffe, dass wir hier weit genug weg sind von irgendeinem Mob-Spawner. Ich bin nüt, wenn die hier drin spawnen, sind sie hier eingesperrt. Haben sie Pech gehabt, ne? Ist ja der Kerker. Das Verlies der Kirche. Das neue Heim der Nichtgläubigen quasi. Die kommen hier rein und dann sitzen sie halt da für immer drin. So. Hier in der Mitte ist ein schöner massiver Pfeiler. Ja. Und dann wollte ich ja eigentlich. Ja, verdammt, Hake. Dann machen wir hier wieder dicht. So. Weil ich wollte nämlich das ein bisschen zurück. Dann müssen wir noch eine Wand raushauen. So, das war einer zu viel. Da, 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 da. So, genau. Pass auf, eine Fackel. Aber nur eine. Dann brauchen wir noch diese Gitterstäbe. Die waren hier, ne? Jo, da. Supi, pass auf, wir bauen jetzt schön. Nein, geh weg. So. Wollte ich nämlich nach hinten versetzt bauen eigentlich. So. Hier ist noch offen. Wollen wir den Annehmlichkeiten geben? So. Haben sie hier zwei Betten? Klappbetten. Mehr gibt es nicht, ne? Das ist alles. Jo. Jo. Wollen wir hier unten ihn einsperren? Nee, nee. Hier sind doch ein paar Beine. Der hat es schon lange hinter sich. Oder wollen wir hier doch... Wollen wir? Wollen wir? Wollen wir nicht? Wollen wir? Wollen wir nicht? Wollen wir? Wollen wir nicht? Warte mal. Wir machen hier erstmal nochmal Dichte. Wollen wir mal gucken? Komm, wir machen mal. Dann holen wir uns ein Spawn-Ei. Wen sperren wir denn hier unten ein, Freunde? Was haben wir denn hier? Hühner sein, na. Wollen wir einfach einen Dorfbewohner hier reinschmeißen? Ein Skelettpferd wäre schon echt krass. Ein Skelett wäre gut. Aber ein einfacher Dorfbewohner wird es auch tun, denke ich mal. Wo war denn das? Welches war denn das?
War das das hier? War das das hier? War das ein Braunet? Dorfbewohner spawnen einer, klar. Der hat seinen Beruf. In die Kerkert, ha. Eingesperrt. Du bist ja wohl des Glaubens nicht wert. Na, da hast du jetzt selber Schuld. Du kommst nicht raus, du bleibst hier jetzt für immer. Dein Kopf sieht bald so aus wie der da. Ja, okay. Ey Leute, voll geil. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir das heute so hinbekommen, aber finde ich extrem schön. Das gefällt mir. So, weg das Ding. Die hauen wir auch raus. Wir müssen unser Inventar mal durchsortieren hier. Das Messer, die ist ja alles kaputt. Das ist ja toll. So, wir haben noch so eine komische Hacke am Start. Türen. Wow. Machen wir so, oder? So. Wir müssen noch Eisen einschmelzen hier. Einstellungen, Überleben. Komm, wir gehen mal hochgucken, was das Wetter sagt. Vielleicht ist ja am Tage und wir können raus. Ich finde das hier voll schön. Das ist richtig geil. Jetzt hier noch so eine Couch drin und dann wird das doch richtig geile Wohnzimmer, oder? Seid mal ehrlich. Das ist doch was. Ist das was? Das ist doch was. Okay. So. Zu dem Ding und hochgelatscht. Wir gucken mal. Hunger, warte. Oh, stimmt, wir haben Hunger. Wir haben lange nicht gegessen. Haben wir ja kein Schild mehr? Aber die Schuhe sind auch bald durchgelatscht. Eieiei. So, was ist denn hier Phase? Wir gehen mal ein Stückchen hoch. Eigentlich. Oh, warte mal, hier ist die Tür offen. Wollen wir das? Ist Tag. Okay, also so gefährlich ist es nicht. Brauchen wir hier in die Länder? Nee. Brauchen wir hier in die Mälde? Wollen wir hier ein Bild dranhängen? Lass mal machen. Nee, machen wir vielleicht andermal oder auch nicht. Wir gehen hier rüber. Brennt hier was? Nee. Boah, ich bin hier voll paranoid, dass hier irgendwelche Typen rumlungern, aber machen sie ja nicht. Okay. Wenn wir hier reingehen, dann gefällt mir das schon sehr gut. Doch, ist cool. So. Und wir haben in der Kirche einen Inhaftierten. Ja. Hau mal ab hier. Bestimmt der Enderman vergessen. Ich würde gerne noch die Dings einschmelzen, die Eisenklumpen. Sind wir hier lang schon mal runter hier? Hier ändern sich die Biome. Das Gras kriegt hier eine andere Farbe. Sehr interessant. Hallo Schaf, nimm mal den Kopf aus der Wand. Der direkte Weg. Wir können hier doch viel schneller zur Kirche hoch. Vielleicht bauen wir uns hier nochmal einen Pfad. Alter, die Kirche ist voll geil. Oh, und die ist jetzt doch cooler, weil die hat einen Keller. Gefällt mir. Also, finde ich fast gleich gesetzt mit der Burg irgendwie. Also, ja. Okay. Ich fand die Folge heute sehr produktiv. Wir haben den Friedhof fertig gemacht. Also, weiter werden wir jetzt wahrscheinlich nicht ausbauen. Hoppala. Ja. Ey, Erwin, alte Socke. Was geht? Hau rein, Junge. Wir schmelzen Eisen ein. Ach, das Feuer, das lodert. Das ist fantastisch. Oh. Wir schmelzen Eisen ein. So, da ist ein bisschen mehr drin. Lass brennen. Freunde, das war's für heute. Beim nächsten Mal, wenn wir vielleicht wirklich mal einen Pferdestall bauen, wird Zeit, ne? Vielleicht machen wir das wirklich so, wie ich dachte, dass wir uns da ein bisschen Erde aufhäufen. Oder wir ziehen in die Richtung raus. Dass wir uns hier unten irgendwie eine große Pferdekoppel bauen oder so. Das wäre natürlich auch machbar. Ja. Gucken wir mal. Aber nicht mehr heute, Freunde. Das soll gewesen sein. Ich fand die ganze Bauaktion unter der Kirche heute sehr schön. Hat Spaß gemacht. Sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Die Katzen nerven hart. Deswegen werde ich mich jetzt verabschieden. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Mach keinen Quatsch. Und rein hauen.